Jungs, mal ganz ehrlich, Aussehen oder Charakter, was mögt ihr eigentlich am liebsten an einem Mädchen und was zum Teufel macht ihr eigentlich bei einer Übernachtungsparty? All diese Fragen werden heute in diesem Podcast beantwortet. Ich freue mich todes, ihr merkt das, glaube ich, richtig. Ich habe in meiner Instagram-Story gefragt, stellt mir anonyme Fragen, werden hier keine Namen nennen oder so. Alles, was ihr schon mal wissen wolltet von einem Jungen. Weil normalerweise kann jetzt nicht einfach auf die Boys zugehen und sagen so, hör mal, also was ist so deep down das, was du so fühlst, machst, tust, was geht eigentlich so in deinem Hirn ab? Sondern wir müssen das so machen. Ich habe Benny gefragt und Benny ist so gefühlt mein Löwe, mein Bär, der volunteert jetzt einfach und wird Fragen beantworten, die ihr mir in meinem Fragensticker gestellt habt. Ich bin ultra, ultra gespannt, auf welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Leider kann Benny heute nicht hier sein. Wie ihr merkt, ich bin selber ein bisschen nasal heute unterwegs. Ich habe nämlich letzte Woche die Grippe gehabt. War nicht so geil, Leute. Sag ich ehrlich, ich bin auch noch ein kleines bisschen angesteckt. Also wenn meine Nase ein bisschen, noisy, eklig klingt, dann liegt es probably daran, dass ich einfach noch ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich kann jetzt auch leider nicht mehr so viel drum machen, aber heute soll auch Benny viel reden. Und Benny chillt gerade zu Hause. Wir sehen uns erst morgen wieder. Und deswegen dachte ich mir, komm, rufe ich ihn in diesem Podcast einfach mal an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ich habe mein Handy mit meinem Aufnahmegerät hier gekoppelt. Wir finden das jetzt zusammen raus, inwiefern das jetzt hier möglich ist oder nicht. Ob das funktioniert oder so, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Fragen gestellt habt. Ich habe mich selber noch nicht reingeguckt. Und dann diven wir jetzt einfach mal rein und wir versuchen ihn einfach mal anzurufen. Und ich hoffe, ihr hört ihn dann auch. Bitte geh ran. Komm schon. Endlich bist du dran. Das hat ja ewig und drei Tage gedauert. Ja, jetzt bin ich hier. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du am Stissel bist, denn die Zuschauer haben Fragen gestellt, die nur Boys beantworten können. Denn es sind Fragen, die uns wirklich interessieren. Und deswegen musst du jetzt einfach mal in eine Pfütze treten und die für uns beantworten. Könnte unangenehm werden. Ja, egal. Okay, perfekt, ich freue mich. Also, wir fangen einfach mal ein bisschen harmlos an, aber wir bauen es einfach mal hoch, okay? Okay. Also, ich scroll jetzt hier, Leute, durch den Fragesticker durch. Also, die erste Frage, die ich dir stellen werde. Oh, das ist eine coole Frage. Und zwar, mögen Jungs es, wenn man ihnen auch Blumen schenkt oder findet ihr das cringe? Sehr, sehr, sehr schwere Frage, jetzt sage ich mal so. Also ich glaube, es ist nicht schlimm, aber es ist ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen komisch so, weißt du, was ich meine? Hm. Ich glaube nicht, dass jeder Junge das okay findet, sage ich mal so, aber ich glaube, es gibt auch viele, die das ganz genommen nehmen. Also es gibt, glaube ich, so oder so, Jungs, weißt du, was ich meine? Ja, okay, aber es gibt ja Leute, die sagen, dass es ja voll schade ist, wenn Jungs, also das ist jetzt voll deep, Leute, ne, aber wenn Männer jetzt auch irgendwann endet das Leben, man muss den Tod ja irgendwann begegnen und wenn Männer sterben und ein Begräbnis zum Beispiel haben auf einem Friedhof, dann kriegen sie auf einmal Blumen geschenkt. Deswegen sagen viele, boah, das ist doch voll blöd, wenn das so das erste Mal ist, wenn Männer Blumen geschenkt bekommen. Verstehst du, wie ich meine? Naja. Ich verstehe es schon, aber ich glaube, es gibt immer, ich bleibe, glaube ich, bei meiner Meinung, es gibt Jungs, die es, glaube ich, nicht so feiern und es gibt halt Jungs, die es halt sagen, so cool, ich habe auch eine Blume bekommen, nicht nur du. Ja, okay, weißt du? Aber würdest du, also wenn ich dir jetzt eine Blume schenke, was wäre so deine Reaction so? Also ich wäre da, glaube ich, ganz gelassen. Ich möchte dann aber bitte hier das volle Programm. Also ich möchte dann hier schon eine rote Rose und ein Grünzeug. Da wärst du noch ein Kniefall hinterher. Naja, klar. Aber wirklich, es gab mal so ein TikTok, Leute, wo ich habe Benny so geprankt, der kam so an und dann habe ich so die Haustür geöffnet und habe den so eine Joghurette in die Hand gedrückt und eine Blume, habe den dann so rausgeschmissen quasi. Und damit er dann reinkommt und mir sozusagen Blumen mitbringt. Ihr kennt bestimmt das Video. Und dann haben Leute darunter so richtig desperate geschrieben, boah, wie kannst du bloß erwarten, dass der Mann das immer bringt? Wir Männer kriegen ja auch keine Blumen und so. Und da habe ich mich halt auch deep down gefragt, ist das wirklich so ein Ding, dass ihr das haben wollt? Aber Leute,
anscheinend immer unterschiedlich. Bei Benny wäre das so, der würde das fühlen. Der findet das krass. Aber es könnte Jungs geben, die das cringe finden, ne? Safe, safe, safe. Okay. Dann, was macht ein Mädchen besonders? Das ist halt, glaube ich, auch sehr individuell, die Frage. Boah, das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich glaube, das kommt immer so, keine Charakter, wie das halt so passt, ne? Ja, aber gibt es so eine Eigenschaft, wo du sagst, wenn das eine Mädchen hat, dann ist die schon mal, also ist sie schon mal besser auf deiner Rangliste. Boah, das klingt so oberflächlich, Leute, aber ihr wisst, okay, was ich meine. Okay, sagen wir so, wenn eine Frau oder eine Freundin, sage ich jetzt mal, so richtig besitzergreifend ist, also sie will jeden Tag was mit dir machen, du darfst nichts mit anderen machen. Also ich? Sie ist so eifersüchtig und so, das ist so uncool. Weißt du, ich meine, ich glaube, du brauchst halt auch so ein bisschen Platz, so mit deinem Bros halt auch mal so einfach mal einen Tag zu haben, weißt du? Du hast gerade so mich geschadet an der Seite weg. Was hast du mich beschrieben? Ach Quatsch, niemals. Okay, also meinst du so, wenn ein Mädchen halt schon viel mit dir machen will, aber trotzdem so die Grenzen kennt so und dir deinen Freiraum gibt, das macht sie besonders in deinen Augen, weil das nicht viele Mädchen können. Das ist top. Hä, okay, krass, ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, ja, wenn ein Mädchen schöne Augen hat, wenn sie Humor hat oder so, dann ist sie was Besonderes. Oder wenn sie ein außergewöhnliches Lächeln oder so hat, dann ist sie was Besonderes. Aber ich glaube, Mädchen sind da viel, viel philosophischer unterwegs. Ihr Jungs hier denkt einfach nicht so viel. Als ob. Okay, jetzt eine ganz wichtige Frage. Das habe ich mich schon immer gefragt. Und ich weiß auch nicht, warum ich dir diese Frage noch nie gestellt habe. Ich glaube, es wird am Ende total langweilig werden. Aber was macht ihr, wenn ihr eine Übernachtungsparty habt? Und das Lustige ist, Benny hat gerade einen Kumpel bei sich und der schläft ja auch bei dir heute. Deswegen, was passiert, wenn Jungs so eine Übernachtungsparty machen? Weil ich weiß ja, was Mädchen machen, aber was machen Jungs? Das haben so viele also gefragt. Also jetzt geht's los. Ja. Also das Einzige, was ich denke, was Jungs machen, ist entweder sie haben so eine Party zu Hause und dann wird halt hier auch mal hier, ne, ganz klassisch einfach mal stundenlang FIFA gezockt oder einfach generell gezockt. Ist ja langweilig. Oder sie treffen sich zum Fußball gucken, weißt du, was ich meine? Ein bisschen Bayern, ein bisschen Hertha, ein bisschen Union gucken, dabei eine schöne Pizza snacken. Hä, das ist ja ultra. Und dann ist alles okay. Top. Okay, du redest jetzt aber auch gerade, muss man dazu sagen, aus der Perspektive von so einem 19-Jährigen, der so fast so seine Teenager-Jahre hinter sich gelassen hat. Sag mir mal bitte, also bei Mädels ist es so, wenn wir ein bisschen jünger sind, also es ist immer noch so, will ich jetzt gar nicht sagen, es ist immer noch so, aber früher extrem. Wenn ich bei Übernachtungspartys war, haben wir halt so lustige Sachen gemacht, wir haben Spiele gespielt, wir haben so Kissenschlachten gemacht und so halt so wirklich standardmäßig. Aber wir haben auch so viel gegossipt, also wir haben so viel zusammen gelästert oder haben über unsere Crushes getalkt und so und haben halt gesagt, boah, und ich feiere das so. Redet ihr darüber so oder ist es nicht so das Ding? Ja, weiß ich nicht, also es gibt glaube ich so oder so Jungs, aber ich glaube das Einzige, worum man redet, ist entweder Fußball oder ob jemand anders halt eine Freundin am Start hat oder irgendwas anderes halt, ne? Hä? Also ihr redet nie darüber. Ja, lästert halt so, ihr oh, irgendwann hast du eine Freundin? Mal? Cool, wie lange schon und wie läuft es mit der gut und dann ist es. Hä, lästert ihr noch nie? Dann. Also bei mir, das ist ja so, wenn wir so Übernachtungspartys machen oder so, dann schreiben wir auch manchmal mit dem Crush so. Dann überformulieren wir alle zusammen Nachrichten, die wir abschicken. Was? Das macht ihr nicht. Also, aber das ist ja richtig traurig. Ihr habt ja gar nicht so dieses Bonding-Experience auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das machen eher die Mädchen. Och man, ich dachte, das ist voll das Ding jetzt. Nee. Aber ich glaube, das wollten die Girls auch hören. Du hast gerade, glaube ich, sämtliche Herzen gebrochen. Leute, das heißt nicht, dass alle Jungs so sind, ne? Nur weil Benny so ist, weiß nicht. Nein, das heißt also, unterm Strich hast du, als wir in der Kennenlernphase waren, nie mit jemandem darüber gesprochen,
Also gar nicht, du hast kein, das ist schon ein bisschen assi, oder? Naja, man hat schon so mit manchen Bros geredet. Ja, cool. Ich hab jetzt sowas mit einer am Laufen. Aber dann fragt man weiter nicht. Weißt du, was ich meine? Echt nicht? Boah, ihr seid ja alle super cringe miteinander. Oder du hast einfach komische Freunde. Ich weiß es nicht. Oh, sad. Ich dachte irgendwie. Okay. Boah, was gibt's denn hier noch für coole Fragen? Warum ärgern Jungs einen, wenn sie einen mögen? Ja, das, also bitte. Das ist ja wohl klassisch. Hä, sag doch jetzt. Sag doch jetzt. Also, wenn du ein Mädchen magst Stift oder gleich. mögst, dann willst du doch mit der immer Zeit verbringen. Und Ja. früher, ich glaube, das ist eher so 7., 8., 9. Klasse, dass man da denn diese Person auch ein bisschen ärgern. Hier, weißt du, was dich neckt, das liebt dich. Ah, so nach dem Spruch also. Naja, klar. Hä, okay, also findet ihr das so eher süß oder ist es so eher so, euer versucht so den ersten Schritt zu machen? Oder Naja, warum du ist es sollst so? sie jetzt nicht schlagen, aber so ein bisschen kitzeln, dies, das, Ananas. Sollst sie ja jetzt nicht schlagen. Das finde ich so toll. Hä, du hast mich aber nie so geärgert. Ja, wir waren ja auch, sage ich jetzt mal, nicht so in einer Klasse. Hättest du mich geärgert, wenn wir in einer Klasse gewesen wären? Safe sowas von. Boah, du Asi-Kind. Okay, boah, was gibt's noch? Wer sollte den ersten Schritt machen? Also, ich sag, wie es ist. Also, ich glaube, das sagt jeder. Ich glaube, immer Jungs. Immer. Aber Keine Ausnahme. es gibt bestimmt auch ein paar Ausnahmen, Okay. wo die Jungs einfach zu schüchtern sind, wo es dann auch einfach mal die Oh. Mädchen in die Hand nehmen und dann sagen, dauert mir viel zu lange mit dir, also mache ich das jetzt. Das denke ich mir so. Okay, aber wenn ein Mädchen den ersten Schritt macht, ist es dann eher so ein Gefühl von, du hast mir meine Chance weggenommen und ich fühle mich jetzt nicht männlich genug? Nein, Oder nein, ist nein, es nein, eher so ein nein. Ding von, hä, voll krass jetzt? Irgendwie ist sie mega Ja, interessant voll krass, dadurch. sowas, ja. Okay, und wie macht man am besten den ersten Schritt bei einem Jungen? Wie macht man am besten den ersten Schritt bei einem Jungen? Na, auf die zugehen. Manchmal fragen, willst du was machen? Ja. Ob vielleicht auch mal ein Date rausspringt, sowas halt. Okay, also anschreiben quasi oder auf die zugehen und einfach mit denen so ein Ja, bisschen oder reden und anrufen, so. das geht auch. Das ist dann aber altmodisch, ne? Boah, du hast. Oder anrufen, das ist aber altmodisch. Ich weiß Mal so jetzt nicht, eine. wie die Jugend Ne, das ist so. heutzutage macht. Mal so eine Ich habe eine tolle Insta-DM Freundin. droppen. Okay. Woran erkennt man, dass ein Boy auf dich steht? Hast ja schon gesagt, was sich neckt, was liebt sich so. Aber habt ihr dann wirklich so immer das Bedürfnis, bei der Person zu sein oder der viel zu schreiben? Oder seid ihr dann so ein bisschen so, eher schüchtern? Also woher weiß ich denn, dass ein Junge jetzt so auf mich abfährt? Also ich glaube, wenn ein Junge auf dich steht, dann entweder schreibt er dir ganz oft oder snappt dir oft oder schreibt dir oft oder will einfach viel mit dir machen. Ja, Und da ist ist. immer so diese Connection ein bisschen da, weißt du, was ich meine? Und dann sage ich, Ja, abwarten. okay, aber ist es auch nicht so mit diesem Gift-Giving voll das Ta Ding, weil ich hatte mal so einen Typi vor dir und Ja. der hat mir immer Geschenke gekauft. So eine Ja, ich glaube, Capri-Sonne das oder ist sowas. eine Capri-Sonne. Hallo. Ja, aber das war süß. Das war so Wenn eine du ein kleine richtiger Mann bist, Aufmerksamkeit. dann kaufst du, sag ich mal, wenn ihr schon, sag ich mal, so euch manchmal trifft, dann auch mal hier die Rose auspacken, ne? Das ist ja ganz Ja, klar. okay, aber wenn man sich erstmal trifft, es ging ja darum, wie weiß ich auch, wie jemand auf mich steht. So, die ersten Anzeichen. Wie cringe ist das denn, wenn du in der Schule mit so einem riesen Rosenstrauß dann auf dich zugehst? Das kannst du an Ja, Valentinstag okay, das machen. jetzt nicht, Mann. Aber Ja. so, halt so, man kennt sich halt so in der Schule, sage ich jetzt mal. Man sieht sich öfters.
Und diese kleine, diese kom also komische, diese kleine Connections ist schon da. Weißt Ja. du? Und dann will man das natürlich auch so ein bisschen ausbauen. Auf was stehen Jungs bei Mädels am meisten? Bubis, Pöppes oder ist es doch der Charakter? Also, ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass die meisten Jungs, denke ich mal, aus Berlin oder so eher auf den Körper achten als auf den Charakter. Also ist ernst? Nein. Also ich glaube, Doch, also Charakter ist schon. immer sehr, 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 sehr wichtig. Also bei mir ist es wenigstens so. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Jungs ist. Ich glaube, da gibt es auch manche, die eher das Körperliche beziehen. Ja, okay. Sag mir mal ein Verhältnis. Also 100% wäre 100% Charakter oder 100% Aussehen. Sag mir jetzt mal ein Verhältnis. Wenn ich jetzt so eine Frau sehe oder was? Ja, wenn du sagst, ja, Aussehen ist nicht alles, wie viel Prozent hat denn dann Aussehen von 100? Sag so 75 Charakter und der Rest ist Aussehen. Also 25% Aussehen. Meinst du, das ist so eher so ein Ja. Standardwert bei den Jungs von heute so? Also von, wenn du jetzt mal so deine Freunde durchgehst, die haben schon hübsche Freundinnen. Also wirklich hübsche Freundinnen. Ja, Also. aber guck mal, vielleicht das weiß ich ja dann auch nicht, ob die sich vielleicht schon länger kennen oder auch schon länger mit einem schreiben. Das weiß man ja auch immer nicht. Und dann denke ich auch, dass das so, weißt du? Also meinst du, Charakter zählt mehr, ohne zu lügen? Ja. Ja, Sowas okay. von, sowas von. Ja, viele haben auch gefragt, ob Bubis oder Pöppes mehr wert ist. Dazu haben wir schon mal gesprochen. Ich glaube, du hattest Pöppes gesagt. Ich glaube, ja. Aber das ist kein Standardding, Leute. Und ihr müsst euch auch gar Nein, das keine ist kein Gedanken machen. Das Standardding. ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang. Also ich finde, sowas ist so total unrelevant. Da, also wenn du jemanden liebst, dann liebst du ihn Heutzutage so, ist wie er das das. unrelevant, ja. Heutzutage, ich glaube, es sollte schon immer unrelevant sein. Aber ich finde das so, Ja. weil, also wenn euch jemand nicht mag und das begründet damit, mit eurem Körper, also mit den Eigenschaften von eurem Körper, dann ist er das absolut nicht wert, über den traurig zu sein oder sonst irgendwas. Weil wenn eine Person dich wirklich liebt, dann liebt dich so, wie du bist. Und deswegen würde ich mir da absolut keine Gedanken machen, wenn dann irgendein Paul Julius um die Ecke kommt und der dir einen Vortrag darüber hält, dass du ja mehr haben könntest, weil das ist einfach nur unsinnig, Leute. Also wirklich, Real Talk jetzt unterm Strich, ist es einfach nur doof und die sind halt einfach noch nicht Mann genug. Oder? Und versucht nicht irgendjemand zu gefallen, nur weil ihr ihn mögt oder ändert was an euch, weil das ist immer doof. Schenken Jungs ihre Chats weiter an ihre Freunde. Machen halt Mädels, deswegen wurde die Frage wahrscheinlich gestellt. Nee. Gar nicht. Das machen keine Jungs. Echt nicht. Nee. Nein, niemals. Warum fragen Jungs immer irgendwas und dann lesen sie die Antwort erst ein paar Stunden später? Boah, das ist so true. Ihr seid, also selbst Snapchat oder sowas, ihr snappt immer an oder schreibt hey und du schreibst zurück und die antworten erst 3 Stunden später. Naja, man muss, weißt du, Aber wenn du. hat er dann Interesse? Was? Hat er dann wirklich Interesse oder Ja, bist du safe. nur. Oder es gibt. Also meinst du, bei solchen Jungs ist es eher so, dass sie dir Aufmerksamkeit geben wollen, aber halt nur so viel, dass du interessant für die bleibst? Ich glaube, das gibt's so oder so. Ich finde es uranstrengend, ne? Das finde ich so anstrengend, wenn Jungs nicht antworten. Ja, zum Glück antworte ich dir, Anna. Manchmal. Okay, merkt ihr Anzeichen, wenn Mädchen in euch verliebt sind? Ich glaube, manche merken das nicht. Ja. Weil die manchen, glaube ich, einfach das nicht so checken. Aber ich denke, manche wissen so, was sie tun, weißt du? Hast du schon mal die Situation erlebt, jetzt vielleicht nicht bei dir selber, vielleicht auch bei jemand anderen, dass
ein Mädchen, auf den so richtig abgefahren ist, und er wusste das auch, aber anstatt dass er sie irgendwie so ein bisschen so abweisend ist und ihr sagt, dass da halt nichts wird, sondern sie halt mäßig einfach so im Unklaren gelassen hat, ist es schon mal so passiert oder hast du es selber schon mal erfahren, dass du gemerkt hast, oh, die steht auf mich, aber du hast halt nicht interveniert, weil du halt nichts von ihr wolltest? Bestimmt. Echt? Ja. Also es ist kein gutes Zeichen, dass wenn du eigentlich immer Anzeichen machst als Mädchen, dass du ihn magst und er gar nicht darauf reagiert, dann ist es eigentlich nicht so ein Naja, gutes Zeichen. es gibt ja auch Jungs, die das, also sag ich mal, die das gleiche Empfinden haben, aber es gibt bestimmt auch Jungs, die das nicht haben. Ja, aber wenn er gar nichts zurückmacht, also wenn du so monatelang immer so Anzeichen machst, dass du was von ihm willst und er macht nichts zurück, ist es jetzt eher so, du solltest es lassen? Ja, okay, dann wahrscheinlich nicht, aber sonst. Findet ihr Pick-Me geil? Nein. Echt nicht? Ich hatte nicht immer bei den Jungs in der Grundschule immer das Ding, da gab es ja mehrere Mädels, die immer so, oh, und ich bin eher einer von den Jungs und ich kaufe euch allen Süßigkeiten und so. Dass die voll darauf abgegangen sind. Also die fanden das irgendwie voll cool so. Ich weiß nicht, ob die so wirklich in so eine Beziehung mit ihr gegangen wären, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie so sich nichts wirklich dabei gedacht haben, sondern eher so dachten, hey, ja, okay, die mögen wir jetzt mehr als andere. Also ist es ein bisschen klar, weil wenn zum Beispiel jetzt mit Süßigkeiten in der Klasse reingeht und nur den Jungs was gibt, dann bist du, da sind manche dann, glaube ich, auch schon Aber das ist wesentlich höher so aufgestellt als andere. pick-me. Das ist so pick-me. Okay. Aber guck mal, wenn ich dir jetzt immer Süßigkeiten hätte mitgebracht bei so Treffen und so, hättest du mich dann mehr gemocht? Safe. Boah, das ist schon crazy. Also Leute, bringt eurem Crush Süßigkeiten mit. Vielleicht ist er ja auch so Genau. sachbegierig wie Benny. Warum geht ihr immer alleine aufs Klo? Warum sollte man mit jemand anderen auf dieselbe Toilette gehen? Das verstehe ich bei Frauen nur nicht. Hey, das ist voll gut. Dann kann man dabei noch ein bisschen quatschen und doch die Dinge beraten lassen Ja, und so. Das ist voll gut. aber doch nicht auf eine und selbe Toilette. Ja, das ist doch mega. Okay, mögt ihr Das ist eher doch nicht große mega. oder ich mache jetzt entweder oder Sachen, okay? Im Schnelllauf. Charakter oder Aussehen? Charakter. Große oder eher kleine Mädchen? Boah, ja, kleine Mädchen. Das ist übrigens jetzt alles Präferenz, Leute, also individuell. Dann Skinny oder Baggy Jeans an Mädchen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sogar beides sagen. Beides. Okay, wie oft schaust du auf den Arsch von anderen Frauen Null. vor der Beziehung? Vor der Beziehung? Ja. Pff, selten. Lüg nicht. Sag jetzt ehrlich. Ich habe ehrlich gesagt, hallo. Sag jetzt ehrlich. Du sagst so Hab ich doch. selten. Ich glaube, wir könnten da sogar mal so ein paar zwei draus machen. Vielleicht, wenn du auch vor Ort bist und nicht so jetzt einfach alleine. Ja. War auf jeden Fall irgendwie voll der Deep Dive in die Jungswelt. Ich glaube, den Zuschauern hat das auch mega gefallen. Leute, ihr könnt mir ja mal gerne unter die Folge schreiben, ob ihr sowas nochmal haben wollt mit Benny.dior oder ob ihr das irgendwie nicht so cool fandet. Ja. I don't know. Ich glaube, es war für die ganzen Girlies da draußen so ein kleiner Reminder, dass Jungs auch nur irgendwelche komischen Menschen auf der Welt sind und auch irgendwie ihr eigenes Mindset vertreten. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Podcast reinfolgt. Vielleicht nicht wegen mir, aber wegen Benny vielleicht, weil der es auch öfters mal hier zu hören, ne? Ich bin auch hier. Freust du dich? Na klar. Kannst du noch den Leuten sagen, dass sie mir ein paar Sternchen da lassen können? Auch mal ein paar 5 Sterne da lassen, Richtig. damit die Ashley natürlich auch sehr glücklich ist. Als ob ich jetzt so. Ja, okay, Leute, ich finde das richtig lieb von euch, wenn ihr mir 5 Sterne da lasst, aber wenn ihr es nicht macht, ist auch okay. Ich will jetzt hier niemanden zwingen. Aber sehr cool auf jeden Fall. Macht es. Auf jeden Fall danke, dass du bei der Folge dabei warst. War sehr unterhaltsam, fand Immer ich. gerne. Okay. Immer gerne, Mädels. So, hast du noch irgendwie einen Musikwunsch, der auf die Liederplaylist soll? Das ist eine gute Frage.
Overseas von Century. Das hat sich gereimt. Okay, kommt auf die Playlist. Hast du einen Grund, warum das Lied darauf soll? Ich feiere einfach Century sehr. Und er ist ein guter Künstler. Alright, alright. Noch nie was von dem gehört, aber okay. Gut, dann würde ich die Folge jetzt auch beenden. Passt auf jeden Fall auf euch da Okay. draußen auf. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und habt was Neues dazu gelernt. Schreibt mir gerne unter die Folge was und macht bei den Umfragen mit unter der Folge, weil das ist wichtig und richtig, meine Freunde der Sonne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt euch ganz doll lieb und tschüss! Tschüss.